Chlorella wird als Anti-Aging-Wunderalge betitelt. Doch kann sie auch diesem Ruf laut Humanstudien standhalten? Lohnt sich die Einnahme von Chlorella und wie viel und welche sollte man wirklich konsumieren? Das alles klären wir in diesem Video, doch zunächst ein paar Hintergrundinformationen. Bevor sie die Studien auf Herz und Nieren quasi hier um die Ohren gehauen bekommt, die Alge. Altern, zelluläre Seneszenz wird es auch genannt, ist der Prozess der fortschreitenden physiologischen Verschlechterung im Laufe der Zeit, der zu einer Verschlechterung des allgemeinen physiologischen und gesundheitlichen Zustands führt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass oxidativer Stress, übermäßige Ansammlung von freien Radikalen und Entzündungen die Hauptverantwortlichen sind für die Alterung. Ja? Der Grad der Alterung hängt jedoch hauptsächlich von der Höhe der Produktion der reaktiven Sauerstoffspezien ab, also ROS werden sie auch genannt, die Abkürzung, und der anschließenden Entzündungsreaktion, also Inflamm Aging, auch das Stichwort hier, in verschiedenen Zellen oder Organismen. Ja. Viele Forscher haben gezeigt, dass eine erhöhte Sauerstoffradikalproduktion, oxidativer Stress, zu einer umfassenden Schädigung der Makromoleküle wie Kohlenhydrate, Proteine, insbesondere aber auch Nukleinsäuren, wie zum Beispiel die DNA, also Kern, ja, und die mitochondriale DNA, ja, führt. Wenn er über längeren Zeitraum anhält, auch zu vorzeitiger Alterung sowie mit Verschlechterung des metabolischen Syndroms quasi einhergeht. Chlorella ist eine einzellige, grüne Süßwasser-Mikroalge, die aufgrund ihres hohen Nährstoffgehalts stark kultiviert bzw. auch eine hohe Wachstumsrate quasi aufzeigt und aufgrund ihres hohen Nährstoffs konsumiert wird und daher als funktionelles Lebensmittel oder auch als Superfood quasi deklariert wird. Die beste randomisierte placebo-kontrollierte Studie im Netz, die ich wahrscheinlich jemals gefunden habe, ja, die präsentiere ich euch jetzt hier und vor allem auch die beste zu Chlorella. Ja. Sie ist circa erst ein Jahr alt, ja, dann wurde sie veröffentlicht. Und das ist sehr wichtig, denn einige Studien verlieren nach 30 Jahren und so weiter ihre Zulassung, weil die Messmethoden mittlerweile schon extrem überholt sind. Ja. Von daher achtet immer darauf. Sie entspricht dem Goldstandard und noch mehr. Denn sie ist noch zusätzlich quasi blind, ja, also nicht nur randomisiert. Ja, also die Gruppen wussten nicht, was sie bekommen haben, ob das Placebo oder dementsprechend die Alge. Das kann das Verhalten natürlich beeinträchtigen der Probanden sonst. Ja. Und jetzt kommt, die Gruppen wurden nach 3 Monaten getauscht. Dass die Placebo-Gruppe jetzt die Chlorella-Alge bekam und die Chlorella-Alge-Gruppe jetzt das Placebo bekam. Und dann wurden weitere 3 Monate quasi getestet, ja. So, und dazwischen war eine Washout-Phase, wo nichts genommen wurde. Und dann wurden die Blutproben nochmal analysiert. Ja. Des Weiteren verglich man die beiden Gruppen, bevor die Studie anfing. War sowohl das Körpergewicht wie der Körperfettanteil, der BMI, ja, nicht signifikant zu unterscheiden. Das stellt sicher, dass die Gruppen gut vergleichbar waren. Auch damit setzt die Studie neue Maßstäbe. Was ebenfalls wichtig war, es wurden 67 Probanden inkludiert und nur die wirklich gesunden, das heißt 44, wurden genommen, um die noch besser vergleichbar zu machen, die Studie. Selbst Raucher und Alkoholkonsumenten wurden exkludiert. Wichtig, es wurde ebenfalls sichergestellt, dass diese auch keine anderen Supplemente nahmen, die die Werte verfälschen können. Weiter wurde die Studie von dem Ministerium der Wissenschaft und Technologie finanziert und es gab keine Interessenkonflikte, zum Beispiel durch auch Hersteller. Wobei das jetzt immer kein Ausschlusskriterium ist oder auch immer halt, aber manchen stoßt es halt einfach auf. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Studien dadurch schlechter sind halt. Ja. Ich denke, es ist klar, dass es das beste Studiendesign weltweit überhaupt nur darstellt. Ja. So. Und dass das auch die beste Studie ist quasi zu der Chlorella-Alge. Ja. Also schauen wir uns an, was sie gefunden hat. Ja. Untersucht wurden Marker für oxidativen Stress, ja, also fürs Anti-Aging, ja, für die antioxidative Enzyme, ja, für das Fettprofil im Blut, sowie für die Lebermarker. Auch hier wieder alles wirklich Relevante. In der gleichen Studie wurden ebenfalls auch Zellkulturen quasi untersucht, aber ich möchte mich hier nur auf Humanstudien berufen, denn diese sind deutlich aussagekräftiger. So, zuerst der TEAC-Wert. Dieser ist die Kapazität der Antioxidantien bei dir im Blut. Ja? Das heißt, wie hoch dein antioxidatives Potenzial gegenüber Radikalen ist. Ja? Wir sehen Baseline, also der Ausgangswert, keine signifikanten Unterschiede. Nach 3 Monaten in der Chlorella-Gruppe aber schon, und das statistisch signifikant, mehr Antioxidantien im Blut. Das sieht man an dem Stern dahinter.
Nach einem Monat Pause waren die Gruppen wieder nicht statistisch signifikant zu unterscheiden bei der Blutmessung, weil die ja nichts genommen haben auch in diesem Zeitraum. Diese Phase nennt man auch Washout-Phase. Dann wurden die Gruppen getauscht und dann kam es in der Algengruppe, die aber vorher die Placebo-Gruppe war und wo vorher das Placebo keine Veränderung verzeichnet hat, ja, kam es jetzt doch zu einem statistisch signifikanten Anstieg der Antioxidantien durch die Gabe von der Chlorella-Alge. Das gleiche sehen wir hier auch mit Glutathion, das wichtigste körpereigene Antioxidant, was auch für die Entgiftung zuständig ist bei uns. Zunächst waren die Ausgangswerte nicht statistisch signifikant. Nach 3 Monaten Chlorella-Gabe stieg das Glutathion statistisch signifikant in der Chlorella-Gruppe. Nach 1 Monat Pause waren beide Gruppen wieder identisch. Und nach dem Tausch der beiden Gruppen zeigte sich hier, dass die frühere Placebo-Gruppe, die ja erst negativ war, plötzlich einen statistisch signifikanten Anstieg zu verzeichnen hatte. Und das ist sicherlich kein Zufall. Ja. Meines Erachtens Thiole, zum Beispiel Schwefelverbindungen, haben sich nicht verändert. Aber TBARS, ja, ist ein Marker für Fettoxidation im Körper, wie zum Beispiel oxidiertes LDL, ja, entsteht und so weiter. Auch hier sehen wir eine statistisch signifikante Senkung nur in der Chlorella-Gruppe. Aber auch diese pausiert, ja, getauscht, die Gruppen wieder. Keine Unterschiede. Und das gleiche in den phenolischen Verbindungen, das heißt in der Anzahl der sekundären Pflanzenstoffe. Denn diese haben ein Grundgerüst quasi, das da den Phenolring, ja. Den gleichen Trend sehen wir hier. Dann kommen wir zum Anti-Aging, ja, zu dem Marker. 8-Hydroxydesoxyguanosin, ja, oder 8-OHDG, ist ein Nukleosid. Es ist ein leicht messbarer Biomarker für oxidativen Stress und ein Marker für die Effizienz des entsprechenden Reparaturmechanismus des Körpers. So können Konzentrationsstörungen oder beziehungsweise Erhöhungen bei einer Vielzahl von Erkrankungen, unter anderem Krebs oder auch im Gehirn bei Parkinson-Patienten, gefunden werden. Wir sehen hier die Ausgangswerte, keine signifikanten Unterschiede. Nach 3-monatiger Chlorella-Gabe ist dieser Marker statistisch signifikant in nur in der Chlorella-Gruppe, ja, gesunken. Ja. Nach 1-monatiger Pause waren diese Gruppen nicht mehr zu unterscheiden. Ja. So. Hat man diese Gruppen dann dementsprechend wieder getauscht, ja, wäre genau die vorherige Placebo-Gruppe jetzt statistisch signifikant. Ja, im Sinkflut, ja, für diesen Biomarker bezüglich oxidativen Stress, obwohl sie vorher ja keine Wirkung gezeigt hat in der Placebo-Gruppe. DHEA, ja, also Dehydroepiandrosteron, ja, also ganz wichtig, das ist quasi das häufigst vorkommende Steroidhormon im menschlichen Körper. Ja. In Abhängigkeit von jeweiligen Hormonniveau kann es sich wie ein Östrogen oder wie ein Androgen verhalten. Das heißt, DHEA ist die Vorstufe sowohl für das männliche Sexualhormon, also Androgene, oder auch das weibliche Sexualhormon, das Östrogen, also Östrogene. Es wird in der Nebenniere produziert und fällt im Alter stark ab. Dort sehen wir ebenfalls, dass dieser Wert in der Chlorella-Gruppe statistisch signifikant gestiegen ist und nach Tausch der Gruppen in die frühere Placebo-Gruppe jetzt der Wert statistisch signifikant gestiegen ist. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, jetzt schauen wir uns die körpereigenen wichtigsten, also Antioxidantien an. Ja, also die antioxidativen Enzyme ganz genau. Ja, und dazu zählt Katalase, diese entgiftet zum Beispiel das Zellgift Wasserstoffperoxid, Superoxiddismutase, diese entgiftet das Superoxid-Sauerstoffradikal, mit das häufigst vorkommende überhaupt. Glucose-6-Phosphat, ja, Dehydrogenase, ein Mangel darin führt zum Flavismus, ja, und damit zu einer Blutarmut, gerade wichtig für Frauen, ja. Dann Glutathionperoxidase, es entgiftet ebenfalls das Wasserstoffperoxid mit Hilfe von Glutathion. Und Glutathionreduktase, das Enzym ist sehr wichtig, denn es regeneriert das Glutathion wieder. Alle Ausgangswerte in der Gruppe unterschieden sich nicht statistisch signifikant. Dadurch sind sie sehr gut vergleichbar miteinander. Doch nach 3-monatiger Gabe sind alle Werte statistisch signifikant gestiegen. Von allen wichtigen Enzymen. Nach einer Pause, nach 1 Monat, normalisierten sich diese Werte wieder zu keiner statistischen Signifikanz zwischen den Gruppen. Bis die Gruppe getauscht worden ist. Und dort die frühere Placebo-Gruppe, ja, erfuhren jetzt die Steigerung in einem statistisch signifikanten Ausmaß. Von allen Parametern in Bezug auf die wichtigsten körpereigenen Antioxidantien. Was Chlorella aber nicht kann, es kann keinen Einfluss
haben auf das totale Cholesterin, auf die Triglyceride und auf das HDL. Hingegen senkt es aber, sehen wir hier, das LDL-Cholesterin statistisch signifikant nach 3 Monaten. Selbst wenn man die Gruppen tauscht, senkt es nach einmonatiger Pause und dann wieder nach 3-monatiger Gabe, ja, das LDL-Cholesterin bei der früheren Placebo-Gruppe statistisch signifikant, die zuvor keine Wirkung hatte als Placebo. Kommen wir zuletzt zu den Leberwerten. GPT ist die Abkürzung für das Leberenzym Glutamat-Pyruvat-Transaminase. Ja, es ist für den Abbau von Proteinen in der Leber verantwortlich. Sterben aber Leberzellen, wird dieses frei und der Wert steigt. Hier konnte gezeigt werden, dass durch die Gabe selbst nach Tausch beider Gruppen, ja, Chlorella, diesen Wert in beiden Male statistisch signifikant senkte. Glutamat-Oxalat-Acetat-Transaminase, also GOT, gibt Aufschluss über den Zustand auch der Leber. Auch hier sehen wir den gleichen Trend. Diese Enzyme senken statistisch signifikant, ja, also sind gesenkt worden durch die Chlorella-Gruppe halt, ja, auch wenn diese Gruppen getauscht worden sind, ja, unglaublich. Kommen wir zum Fazit dieser Studie. Probanden, die mit Chlorella supplementiert haben, hatten einen verbesserten antioxidativen Status und niedrigere oxidative Alterungsmarker sowie einen wirksamen Schutz der Leber durch Senkung der Lebermarker. Somit konnte die Behandlung mit Chlorella den allgemeinen Gesundheitszustand durch Unterdrückung verschiedener oxidativer Stressmarker und Alterungsmarker positiv beeinflussen. Chlorella ist mittlerweile so gut erforscht, genauer die best erforschte Alge der Welt, dass es sogar eine Meta-Analyse aus Goldstandardstudien gibt. Also randomisiert 19 Studien und 797 Probanden wurden hier untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass die Chlorella-Supplementierung die Gesamtcholesterinwerte, ja, das LDL-Cholesterin, ja, dass den systolischen Blutdruck, den diastolischen Blutdruck und der gefastete Blutzuckerwert quasi verbessert werden konnte. Aber die Veränderungen bei Triglyceriden, HDL, ja, und den BMI waren nicht in dem Maße gegeben. Ja. Jetzt sollte in Zukunft noch folgen, genauere randomisierte placebo-kontrollierte Studien, ja, an Probanden mit unterschiedlichen Gesundheitsstaaten, ja, also Status, damit diese dementsprechend dann gezielt miteinander verglichen werden können, ja, und genau genommen die Chlorella-Supplementation dann wirklich auf kardiovaskuläre Risiken quasi auf Herz und Nieren geprüft wird, ja. Also auch Wahnsinn, was die Studie herausgefunden hat, ja, auf wie viele Parameter es quasi gewirkt hat, ja. Also Fazit. Also ich denke, jeder, der behauptet, dass Chlorella keine Wirkung hat, ist wissenschaftlich nicht up to date. Gar nicht, ja. Das Verblüffende ist, dass es ebenfalls bei Gesunden, ja, derartige Wirkung zeigte. Wichtig zeigt besondere Wirkung auch dieser Alge, ja, also in sehr repräsentativen Studien vor allen Dingen auch, ja. So, auf bestimmte Blutfettwerte, ja, auf Antioxidantien, auf den Status, ja, auf Leberwerte, ja, auf Hormone, ja. Und von daher an für mich absolut Wahnsinn, ja. Gerne auf purestel.de vorbeischauen, dort haben wir jedenfalls laborgeprüfte Bioqualität, ja. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der das momentan liefern kann, ja, mit aktueller Charge, ja, vor allem auch getestet, ja, und Pestizide und Erreger, ja, und Schwermetalle, also alles drum und dran. Und ganz wichtig, es ist sehr, sehr grün, unser Chlorella, das haben wir hier mal mit dem Bestseller von Amazon verglichen. Das sind wirklich Welten meines Erachtens, ein Wahnsinnsprodukt und ich konsumiere es jeden Tag. Könnt ihr sehr gerne bewerben auf purezell.de. Dankeschön für deinen Support, ich würde mich sehr über einen Daumen freuen für meine Arbeit und vor allen Dingen auch über einen Kommentar. Ich lese jeden Kommentar und beantworte. Bis gleich auf purezell.de, lass es dir schmecken.